Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Pack Draft to Glory Folge auf meinem Kanal. Wir gehen heute rein in das 10x85 Plus Pack. Ich werde davon heute eins öffnen, aber wenn ihr wollt, dass ich davon vielleicht das nächste Mal so 5 Stück oder so öffne, dann lasst mal direkt zum Start der Folge ein Abo und einen Daumen nach oben da. Dann werde ich die Dinger so lange recyceln, bis wir vielleicht irgendwas Krasses, Nützliches für unser Team zusammenbekommen. Wenn ihr das Video seht, ist die SBC wahrscheinlich schon ausgelaufen. Ich bin allerdings so ein bisschen am Vorproduzieren, denn ab nächsten Montag sind wir mit den Jungs im Urlaub auf Madeira. Da werden bestimmt auch ein paar lustige Insta-Stories auf euch zukommen. Also checkt gerne mal mein Insta in der Videobeschreibung ab. Und ja, da wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid, was da so demnächst abgeht. Ihr werdet trotzdem eure Pack Draft to Glory Folgen bekommen, weil ich habe da selber extrem Bock drauf. Übrigens, ich habe in der letzten Episode die Hybrid League Nationen Dingsbums SBC gemacht und habe dafür 90.000 Münzen ausgegeben. Zurückbekommen habe ich ungefähr 100.000. Also es hat sich gelohnt, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort. Aber wir haben einen kleinen Gewinn gemacht, von dem her bin ich damit zufrieden. Ich dachte eigentlich, dass ich damit safe Verlust mache. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall die Packs, die wir bekommen, wenn wir das 85x10 Pack abschließen. Die kann man dann immer recyceln und quasi, ja, für einen kleinen Preis mehr oder weniger unendlich von den Packs ziehen. Das ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Geiles, was EA da rausgebracht hat. Also man kann wirklich für ein paar Coins die SBC sozusagen wiederholen, was auf jeden Fall sehr geil ist. Bevor wir in die Packs gehen, möchte ich euch noch auf meinen Sponsor Empochi hinweisen. In letzter Zeit haben wir viel über Smilodogs geredet, da läuft immer noch der Summer Sale mit meinem Code Julius. Spart ihr euch da mindestens 50% auf alles. Aber bei meinem Partner Empochi gibt es auch ein paar richtig geile Sachen noch am Start. Einmal der Stahlshaker, der ist halt deutlich größer als der normale Shaker. Da passen, glaube ich, 739 Milliliter rein, ist auf jeden Fall aus Stahl und hält das Getränk dadurch kühler. Und was auch neu rausgekommen ist bei Empochi, das feiere ich ohne Ende, Stahleiswürfel von Empochi. Die könnt ihr in die Spülmaschine machen und dadurch waschen und dann macht ihr die ins Gefrierfach und habt einfach Eiswürfel, sogar mit dem Empochi-Logo vorne drauf, also sehr, sehr hochwertig die Dinger. Die macht ihr dann, wenn ihr die in Gefrierfach hattet, in euren Shaker ins Empochi-Getränk rein und dann ist das Ganze, ja, sehr, sehr geil gekühlt und dann könnt ihr es halt einfach wiederverwenden, indem ihr es einfach mal wascht in der Spülmaschine. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Checkt das sehr gerne ab. Code Julius bei Smilodogs und Empochi, um euch da was zu sparen. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genug geredet, genug Werbung, meine Freunde. Wir gehen rein in die Pack Draft to Glory Folge im August. Wir gehen rein mit einem Walkout. Das ist sogar ein Tots. Was ist denn Jens los? Deutschland, Torwart. Halt's Maul. Hä? Was? Was haben wir gerade gezogen? Lol. Wir hatten ein Pack, wo ein seltener drin ist und wir ziehen Manuel Neuer. 95er Manuel Neuer. Was zum Fick? Wie geil ist das denn? Feier ich komplett. Den werde ich verkaufen, denke ich. Könnte man auch für eine SBC nochmal verwenden, für die 10x85 plus SBC. Aber dadurch machen wir echt nochmal ganz nett Coins und dadurch können wir dann in der nächsten Folge vielleicht echt mal so eine reine Pack-Folge machen. Vielleicht spiele ich danach auch noch einen Draft, ich muss mir mal überlegen. Aber das gibt uns auf jeden Fall nochmal einen guten Bonus. Also das war gerade wirklich sehr, sehr nice. Einfach mal ein Manuel Neuer Tots gezogen, was denn das? Ich dachte, vielleicht kommt da jetzt irgendwie so ein Non-Rare raus, der im Tots ist. Irgendwie so ein Englischer aus der zweiten Liga oder so. Aber ein Manuel Neuer 95er, das war es komplett. Also das war sehr, sehr stark, nehme ich absolut mit den Kollegen, auch wenn man für eine 95er Karte gar nicht mal so viel bekommt, aber zum jetzigen Zeitpunkt sind sogar 50.000 Münzen einiges, muss man schon wirklich sagen. So, ja, 51.000 wird er uns bringen, 52.000? 52.000 Münzen haben oder nicht haben, nehme ich absolut mit, meine Freunde. Ich habe auch für die SBC ein paar Spieler abgegeben, die vielleicht in unser Endteam gepasst hätten. Und zwar Yarmolenko und Rom Dias habe ich jetzt abgegeben. Einfach, weil die nicht so nice sind. Rom Dias ist viel zu langsam als Innenverteidiger und Yarmolenko, so richtig überzeugt er mich auch nicht. Sein Tripling sieht auch katastrophal aus. Deswegen die zwei Positionen müssen wir auf jeden Fall da noch früher oder später austauschen. Den Phillips haben wir auch noch am Start. So viel auf jeden Fall dazu.
Manuel Neuer einfach mal mitgenommen. Jetzt kommen wir zum 10x85 Plus Pack. Da kann jetzt auch irgendwas Krankes drin sein. Das ist was richtig Krankes. Hauptsache, wenn nicht, dass wir gut Futter ziehen, weil das wäre wichtig. Vamos, wir gehen rein. England, Harry Kane. Ah, Vardy. Harry Kane wäre big gewesen, weil ein 96er Rating nimmt man natürlich gerne mit. 94er Vardy. Vardy passt aber eigentlich voll gut in unser Team rein, ne? Passt voll gut in unser Team rein. Hat sogar einen Link zu Philips. Nehme ich. Ja, da habe ich schon bessere Packs gesehen, bin ich ehrlich. Rating-technisch war das jetzt keine 10 von 10. Aber wir hätten hier sogar noch einen Alexander Arnold, den wir theoretisch als Rechtsverteidiger zocken könnten. Ja. Jesus Navas passt sogar auch eigentlich als Rechtsverteidiger rein. Alles in allem kann man damit was machen. Man kann es aber auch recyceln in einem neuen 10x85 Plus Pack. Aber insgesamt war das sehr, sehr stark und Manuel Neuer, 95er Tots, einfach so in so einem Tradable Pack ist halt einfach Weltklasse. Von dem her würde ich sagen, wir gehen rein in ein weiteres Footdraft. Heute will ich unbedingt gewinnen, aber was ist das für eine unfassbar beschissene Auswahl an Formationen? Komm, wir gehen mal die Dullen-Mike-Meter mit der Fünferkette. Warum eigentlich nicht? Fernando Torres Moments, da wollte ich nicht hin, das war's komplett. Das war's komplett. Ich wollte eigentlich in den Sturm, bin dann ins ZM gerutscht. Schade. Okay. Okay. Heute muss der Draft-Sieg nach Hause gebracht werden. Mit dem Mann R9 sollte das doch machbar sein. Wen nehme ich als Zehner? Alejandro Gomez gefällt mir so an sich am besten. Sage ich jetzt einfach mal von den Karten, die da gerade am Start waren. Dann nehme ich hier einen Rafinha mit. Wir werden das Mittelfeld bestimmt noch komplett austauschen können. Rechter Verteidiger, João Cancelo. Auch wenn er jetzt gerade auch nicht super reinpasst. Aber das wird schon noch, das wird schon noch. Ja, das war es jetzt eher komplett. Also jetzt wird's Quatsch gerade. Nehme ich einfach mal den Andersen. Der ist einfach anders, Jungs. Anders. Fofana, sehr nice Karte. So, passt das auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall eine gute Abwehr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. José Fonte, Marquinhos. Ja, muss ich eigentlich José Fonte mitnehmen? Könnte man auch mit Cancelo linken, theoretisch. In der Theorie wäre das möglich. Nehme ich den mal mit, weil er der schnellste ist. Solides Draft für den Beginn. Jetzt muss hier aber geupgradet werden. Und zwar einiges. Robertson. Könnte man als IV zocken? Bruno Perez auch eine nice Karte, aber ich bin mir nicht so sicher. Komm, wir nehmen erstmal Robertson mit. Das kriegen wir irgendwie geregelt. Ich mache mir da mache ich mir gar keine Gedanken. 93er Messi. Henderson wäre vielleicht passender gewesen. Da bist du doch. Gerrard würde sehr gut passen. Aber Baggio ist halt auch saugeil. Ich habe Bock auf Baggio. Vamos. Wir müssen die Icons mitnehmen. Und Gerrard, sind wir mal ehrlich, der ist schon eher Quatsch. Di Maria, nice Karte. Donnarumma, nice Karte. Bringt uns eigentlich alles nichts. Deswegen Di Maria. Unsere Abwehr ist Katastrophe. Also da müssen wir jetzt gleich aufstocken. Das war schon mal gut. Wagner ist natürlich auch eine nette Karte. Aber zack, dann passt die Premier League-Ecke hier schon mal ein bisschen besser. Ja, der Kollege Mondi, guter Linksverteidiger. Es ist gut, wenn ich den Kroke hier rausmache. Ja, das ist sogar sehr gut. Okay, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. 98er Hazard, hätte der 5-Star Skills. Na, das wäre so geisteskrank. Das wäre so geisteskrank. Ich glaube, dafür hätte Belgien gegen Italien gewinnen müssen. Anthony. De Bruyne passt noch besser als Wijnaldum. Ja. Ja, okay. Anscheinend auch eigentlich nicht. Dann haben wir hier einen Gueye am Start. Könnte man in die I vorstellen. Paulinho ist auch eine sehr geile Karte. Modric, boah, Paulinho ist halt übel fresh. Ah, komm, wir machen den erstmal rein. Ach, ich weiß auch nicht, was es gerade werden soll. Oh, okay, das ist big.
Desailly oder Roberto Carlos? Roberto Carlos nochmal als Brasilianer, aber Desailly ist halt absolut big hier für die Mitte. Das war so wichtig, den zu bekommen. Ja, nehme ich mal den noch mit. Weil vielleicht können wir hier auch Mondi zocken und dann so. Macht keinen großen Unterschied. Aber wir kriegen das irgendwie geregelt. Ich krieg das irgendwie geregelt. Abfahrt, Torhüter. Fofana, Schmeichel. Wäre für Fofana gut. Ich nehme erstmal Schmeichel mit. Und im Tor bekommen wir dann noch zum Abschluss Manuel Neuer. Der würde halt schon gut passen. Nehme ich. 95er Manuel Neuer. Ich schaue mal, was sich machen lässt. So, unser Team steht. Sieht extrem nice aus, wie ich finde. Ich habe jetzt noch Wijnaldum reingemacht. Der ist nochmal ein bisschen besser als Paulinho. Also das Team sieht überragend aus. Vielleicht werde ich den Fernando Torres noch auswechseln. Aber eigentlich sieht er auch sehr, sehr stark aus. Wir haben hier noch einen Torgen, einen Di Maria am Start. Abwehr gefällt mir eigentlich mega gut. Ich könnte höchstens Paulinho einwechseln als IV, wobei das eigentlich wahrscheinlich auch unnötig ist. Also die Abwehr ist eigentlich stark genug. Sind wir mal ehrlich, das passt. Außerdem 192er Rating, das ist auch sehr, sehr stark. Den könnten wir noch mitnehmen für Mondi. Dann wäre der auch noch so ein bisschen geboostert mit Teamchemie. Und dann steht unser 192er Footdraft. Wir gehen rein in die erste Runde. Heute muss ich wirklich alles geben. Let's go. Wir gehen rein in die erste Runde. Unser Gegner zeigt uns direkt mal, dass unser 96er R9 ein Witz ist. Schöner Pass. Fernando Torres. Kurzes Eck war offen. Schade. Ja, der Gegner bewegt den Torwart wirklich sehr schlecht. R9. Oh mein Gott, mach ihn rein, Junge. Schön gespielt, die Maria 3-1. Schöner Pass auf die Maria. Und das gibt auf jeden Fall eine rote. Ja, und dann quittet der Gegner, nachdem er mir noch drei Pausen gedrückt hat. Der Gegner war wirklich der Prototyp von so einem richtigen Abfuckersohn. Da gehen keine Grüße raus. Wir gehen rein in die zweite Runde. Vamos. Wir gehen rein ins Viertelfinale. Auch hier ein sehr nices Team, muss man sagen. Ja, auch einfach mal durchlaufen. Schade. Oh, der war schön, der war schön. Der neuen. Pff, alles klar. Ich habe einfach aus Versehen Lupfen gedrückt. Schöner Pass. Und der setzt 2-0. Komm, Baccio. Schade. Oh, R9, Junge. Und da ist der Quid. Nimmt man mit. Sehr, sehr nice. Das war ein schnelles Spiel. Rein ins Halbfinale. Und der Quid sollte bedeuten, dass wir mal wieder was bei den Draft-Tagen bekommen. Was ist das denn? Premium Goldspieler-Pack. Okay, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Darum kümmere ich mich später. 90er Mason Mount nimmt man mit. Das ist auf jeden Fall gutes Futter. Der wird nicht in unser Team kommen. Auch wenn er gar nicht mal so schlecht aussieht. Dem hätte man ruhig mal ein fetteres Upgrade geben können am Ende des Tages. Aber so ist es halt Quatsch. Wir gehen rein ins Halbfinale. So, da ist das Halbfinale. Alter. So viele Icons, das sieht böse aus. Boah, so schön, so clean. So rasiert, 2-0, läuft. Gegner drückt auch schon Pause. Das wäre sehr nice, wenn er rausgeht. Und so ist es. Komm schon, wir müssen jetzt endlich mal wieder einen Draft gewinnen. Wir können jetzt nicht das dritte Finale in Folge verlieren. So, wir gehen rein ins Finale. R9, Ronaldinho. Hilfe. Was sehe ich hier? Was war das für ein Pass? Noch nie gesehen. Und er drückt mir direkt den Aids-Jubel. Du weißt nach 3 Ingame-Minuten, dass du gegen den größten HS spielst. Das ist einfach saugeil. Och, Digga, nicht im Ernst. Digga, was zum Fick sind das für Pässe? Digga, let's go.
Schönes Ding, Baggio 2-1. Wer zuletzt jubelt, jubelt bekanntlich am besten. Da bist du doch. Darauf erstmal eine Runde tanzen. Perfekt, Digga. Ohne Scheiß. Es macht einfach Spaß, solchen Leuten das einfach zurückzugeben. Da ist einer dann auch nach 3 Toren auch einfach schon mal weg. Ja, schade, Digga. Wirklich schade. Aber nehme ich absolut mit. Der wurde nach Hause geschickt, der Mann. Endlich mal wieder ein Draft gewonnen. Wurde wirklich Zeit. Die letzten Drafts liefen leider nicht gut. Aber jetzt ist wieder eine Siegeserie eingeleitet, würde ich sagen. Wir bekommen sogar ein 50k-Pack und das ist aktuell eine 10 von 10, das zu bekommen, weil jeder Goldspieler fast 2000 Münzen wert ist. Also haben wir schon mal garantiert um die 24.000 Münzen safe, also garantiert, und damit auf jeden Fall schon mal mindestens 20.000 Münzen garantiert als Gewinn sogar. Also das sollte mit ein bisschen Glück sehr saftig werden. Aber es ist ein 50k-Pack und EA gönnt da fast nie Walkouts drin, obwohl so viele Special Cards in den Packs sind. EA, bitte! Es ist Wahnsinn. Du kriegst nicht mal ein Brett, Alter. Die haben zu 100%. Guckt es euch an. Also, die haben alles wirklich so dermaßen runtergeschraubt, dass es wirklich zum Kotzen ist. Das ist... Also, ich bin mittlerweile müde, mich darüber aufzuregen, aber immer mal wieder kickt es einfach rein, wenn man dann solche Rewards bekommt und dann 81er als beste Karten, Digga. Es ist einfach so sinnlos, ohne Scheiß. Klar, ich mache gut Gewinn, aber trotzdem Wahnsinn. So, alles ist verkauft und das Potenzial war heute wirklich riesengroß, extrem viele Coins zu machen. So machen wir gut Coins. Also, es ist wirklich in Ordnung, was ich hier gemacht habe. Aber dafür, dass aktuell so viele Special Cards in den Packs sind und so weiter, und dass man dann halt nur einen 81er als besten zieht, ist halt wirklich bitter. Aber gut, muss ich mit leben, ist trotzdem ein Fortschritt. Wir sind wieder bei 200.000 Münzen und damit lässt sich bestimmt was in der nächsten Episode anfangen. Hier seht ihr nochmal im Überblick alle Verkäufe. Wir machen heute um die 25.000 Münzen Gewinn, was auf jeden Fall ordentlich ist. Hier seht ihr nochmal die Übersicht und in der nächsten Episode werden wir das ein oder andere 10x85 plus Pack spammen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da vielleicht die ein oder andere nette Karte rausziehen können, mit der wir unser Team weiter verbessern können. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Sonntag zur nächsten Episode wieder. Macht's bis dahin gut, haut rein und ciao.